Das ist ja ekelhaft. Seht doch mal jetzt nicht so. Ja, und jetzt eine schöne Grille. Oder erstmal verdauen lassen. So, jetzt hier willkommen bei den Testoleros. Willkommen zum zweiten Teil Insektenessen. Hier, wir testen die Insektenmischung von snackinsects.com. Hat Rico hier so ruppig aufgemacht. Ich weiß nicht, was das soll, aber hat nämlich Hunger. Hm. Heute probieren wir. Wann ist die Essen heute? Was ist denn das jetzt hier für eine Lampe? Das sind jetzt Grillen, Alter. Grillen. Grillen. Dann nimm dir die dicke. Warte mal, da fehlt was, oder? Die dicke Mutti. Na, gut. Naja, das ist hier, willst du hier das andere noch mit drin basteln? Nee, ist gut. Mir reicht jetzt. Bisschen hier. Also ein Eimer ist denn da, ja? Oder wie ist es sofort raus? Ich geh sofort raus. So, guten Appetit, wa? Ich weiß nicht, was das war. Oh, da klebt hier zwischen die Zähne. Boah, ey. Okay, also. Weißt du, das hatte was von diesem Puffreis oder so. Diese komischen Cornflakes. Diese Honigflakes. Ja? Nee. Ja. Ich meine, es schmecken beschissen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es schmeckt wirklich scheiße. Also, da waren die Mehlwürmer waren auf jeden Fall besser als. Definitiv. Was war das überhaupt für ein Vieh? Na, das war hier die zirpende Grille. Ah, da. Grillen. Okay. Grillen, ja. Hast du denn nicht gelesen? Ach, hier Grille, ja. Achso, und dann gibt's im nächsten Video gibt's neue Strecke. Also, für die Grillen von snackinsects.com. Da brauchst du erstmal eine ordentliche Mundspülung, ey. Ja, das hat uns wenig so gemundet. Du siehst es, bevor das ist. Und hier, aber das hat nicht geschmeckt. Hat gar nicht. Also 0 von 5 Sterne. Ja, definitiv. Da war auch nicht so, das war so weich auf immer und dann knackt das immer und dann. Ich glaube, wenn man dazu jetzt eine süße Soße hat und so ein Rindersteak. Und die, das ist da so dazu. Und die Grill on top oder was? Ja, so. Dann ist es vielleicht schmackhaft, aber so. Es ist ja wie die berühmte Fliege in der Suppe, wa? Kannst du bestimmt auch in der Suppe machen. Ist klar, ja, klar. Abschmecken oder als süße Variante mit Schokolade oder Karamell servieren. Lecker. Also, wie gesagt hier, wenn ihr auch mal probieren wollt, hier unter dem Video in der Beschreibung gibt es einen Link, einfach aufklicken. Rico ist ganz begeistert davon. Ich nicht. Ich glaube, für das nächste Video lassen wir uns ein bisschen Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Macht's gut. Wie geht's? Bis demnächst.